Hey Leute, ich bin's SCK von Chuck den Kumpel und wir sind wieder da mit dem Minecraft Let's Play Together. Finn und Darzog sind auch da. Hi, und ich habe jetzt gerade meine Baracke abgebaut und bin wieder am Aufbrechen. Ja, und ich muss euch mal kurz Finn. Warte, wo ist Finns Haus? Ich muss kurz Finns Haus zeigen. Oh Gott, das leckt. Siehst du, Gesundheit, das wär nicht gut gewesen, da, ja, ja. Wenn ich da jetzt die Aufnahme gemacht hätte. Ja, das können wir auch gleich sagen. Wir wollten eigentlich ja aus allen Sichten aufnehmen, das geht einfach nicht, weil das bei Darzog einfach zu viel laggen würde. Jetzt lassen wir es einfach. Ja. Mein PC ist voll. Ja, ah, wo bist du denn? Bin ich jetzt ganz. Ach, da drüben, ich gehe. Die zwei fette Wand. Da, lol. Ja, seht ihr, da war damals ein Haus, aber da war ein Creeper und dann hat's BOOM gemacht und ja. BOOM gemacht. Und ja. Ich muss erstmal ein. Stimmt ja, ich hatte ja noch Sand, ich kann jetzt Glas machen. Ah ja, übrigens, das wird, glaube ich, heute der Teil der Verträge. Denn ich möchte schon mal drei Verträge fragen, nach drei Verträgen fragen. Ich habe ein Village drauf gefunden. Lol. Was? Villager-Dorf. Was? Das darf, das, wie das, hast du mich genannt? Oh. Dazu gehört. Ich hab dich nicht. Dazu gehört sich Verbündete. Okay. Dazu erstelle einen Kriegsvertrag. Nee. Ich möchte erstens mal dazu. Ja. Ich würde gerne mit dir einen Friedensvertrag aushandeln. Okay. Und wie machen wir das? Ja, einfach einen Friedensvertrag, oder? Dass wir uns nicht angreifen, bis einer irgendwas tut, was dagegen ist. Auf Deutsch, wir sind friedlich zueinander. No war. Dreckhütte wird die geilste. Verstehst du? Ja. Wäre das okay für dich? Ja, wäre okay für mich. Okay, passt. Dann haben wir das schon mal erledigt. Finn, wie sieht's mit dir aus? Auch Bock auf einen Friedensvertrag? Ja klar! So, das ist wieder das, du sagst es so like, oh, mach mal so einen Friedensvertrag. Ja, ist das so. Ja, aber ich habe mir überlegt, wir machen den so, dass wir das auf ein Schild schreiben. Ja, das können wir machen, dass wir so einen Ort machen. Nö, dass derjenige, der mit der einen Friedensvertrag schicken will, dass der zu ihrer Location kommt und da ein Ding hinlegt. Ein Schild, wo drauf steht, ich würde gerne einen Friedensvertrag mit dir machen. Bin ich ganz dumm, kann man Eisen nicht abbauen? Achso, da brauche ich. Ja, ich hab's schon kapiert. Ja, ich weiß, Fail. What the fuck? Was war das? Wow. Das ist bei mir. Kam von dir! Ja. Nein. Das hat mir gerade voll den Schreck gegeben. Ich dachte, da wäre ein Zombie irgendwo unter mir. Dammit, es ist so dunkel, ich sehe nichts mehr, weil meine Lampe war mal. Lampe. Mein Ding hier. Ich sehe nichts mehr, ich bin irgendwo im Nirgendwo und sehe nichts mehr. Oh mein Gott, ich habe so richtig die. Oh. Ich habe die Mega-Höhle entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist und langsam creept der mich out. Let's creep. Ich will hier raus! Ich sehe nicht. Ich habe sogar den Ort gefunden, in dem ich meine Hütte aufbauen werde. Ah, da ist. Ich sehe schon den Ausgang mehr. Sorry, Dudes. Sorry, Dudes. Haben, ja. Okay, wir müssen eindeutig. Ah, jetzt habe ich sie wieder, die Fackel. Weil ich muss hier. Dunkelbiom wär's viel besser. Ja, dunkel. Ein Apfel, wie geil. Du würdest staunen, wenn du mein Haus siehst. Warum, was hast du getan? Ich hab's richtig gut OP gemacht. Okay. Wow. Ich habe mich auch ein bisschen bei dem vor diesem Teil. Ach Gott, es nervt. Warte, ich drehe mal hier ein bisschen die Musik runter, das ist viel zu laut. Na, Klappe. Oh, freundliche Kreaturen, feindliche Kreaturen runterdrehen. Ja, so. Bäume noch. Ja, das ist nicht mehr so nervig. Das vergangen die Geräusche nach.
Dilly. Ja, und habe mich ein bisschen informiert, ein bisschen wie man das alles baut und ja, jetzt sollte ich mich auskennen. Nein, ich will ja hier nicht, also ich möchte ja auch, falls hier, man weiß es ja nicht, vielleicht hat der Finn oder der Dazug plötzlich das Gefühl hier, yeah, Diktator Power. Nö, der Finn vielleicht, ich nicht. Was ist? Was ist? Ihr habt über mich gelästert? Nein. Nein, jetzt ist schon wieder Nacht. Jetzt ändern wir nichts hier, das wie gesagt, nur am Anfang. Das weiß ich, aber ich habe ja das Villager drauf. Weil sie hat mich ja korrigiert, ich habe ja das Villager drauf. Damit ich mich verstecken kann, solange die Deppen mich noch reinlassen. Da sagt ja keiner auch was dagegen. Villager Dorf ist ja nicht verboten. Komm mit. Ich sehe hier gar nichts, es ist viel zu dunkel. Oh geil! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, oh Gott! Ich war gerade in den Poke. Oh, Kohle! Au! Au! Piece of candy! Piece of candy! Au! 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 Und eine Höhle. Toll. Also Finn und ich, glaube ich, haben die besten Rohstoffvorkommen gefunden. Ja, Glück für dich. Weise. Weil ich wollte ja mit Finn einen Rohstoffvertrag aushandeln, aber Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht mehr machen. Warum? Weil ich was gefunden habe. Was? Etwas Schönes. Diamanten? Wir haben einen Friedensvertrag. Du darfst nirgends rein, wo ich nicht sage, dass du rein darfst. Boah. Ey, was hast du gefunden? Etwas Schönes. Diamanten. Etwas Schönes. Eisen. Etwas Schönes. Okay. Diamanten, Eisen, etwas Schönes, okay. Yay, so viele Bücher. Ich keinen Bock macht die ganze Zeit etwas Schönes. Schnapp mir mal das Was? Ganze. Ja, das ist meine Standardantwort auf alles. Das heißt so nach dem Thema, das geht dich gar nichts an. Oh mein Gott, die ganzen Creeper, holy shit. Einfach mal weg. Hoffentlich stirbst du ja, Schmuss. Hey Dude, willst du jetzt schon anfangen hier? Nein. Sei froh, dass wir 10 Parts lang hier alles frieden. Hey! Ist das Lava da hinten? Oh mein Gott, dazu findet Lava. Oh Gott! Oh fuck, das ist eine Hexe. Das ist eine Hexe in der Wüste. Ach du Scheiße, halt dich fern von der scheiß Hexe. Ja, das weiß ich. Ich bin hier aber im Haus. Ich hab bad experience with this. Du hast bad experience with this? Ja. Hier im Haus drin sind. Okay, jetzt baut sich sie selbst ab. Warte mal, zur Sicherheit ein Erdblock in die Tür, falls die PC aufbrechen. Ach, komm, geh weg. Ich habe die Grammatik in der Lehre von Meister Yoda gelernt. Natürlich. Oh mein Gott, ich habe eine Höhle gefunden. Was ist die Spinne? Friss das scheiß Hühnchen! Ich bin gerade sehr still. Ich auch! Scheiße! Oh, cool, Finn! Der Finn hat Glas gemacht. Was? Glas. Das Fenster. Ja, ich hab Glas gemacht. Finn Glas. Komm mal rein in mein Haus. Ja, nee, ich kann jetzt nicht. Ach komm, was? Wow, wow, eine Spinne ist in meinem Haus. What the fuck? What the hell? Lol, da packen sich einfach mal ein Zombie und eine Spinne in mein Haus. Shit, ich sehe sie. Ich mach meine Tür zu, ne? Meine Tür war zu, sie sind von oben reingesprungen. So, ich habe jetzt nochmal 20 Kohle bekommen. Das bedeutet, ich mache jetzt noch Spinnen. Oder wollen wir einmal. Nee, der Tag bricht eh bald an, oder? Null Ahnung, ich kann's nicht sehen. Oh, das ist ein Zombie. Ja, ne, Gadunka, jetzt gibst du nach. Nee, wir lassen das schon passen. Ich hab das gleiche Pech jetzt wie du abkassiert. Du meinst es noch. Was ist das? Ein Zombie, der auf dem Huhn reitet? What? Ohne Scheiß, das könnt ihr euch dann in der Aufnahme ansehen. What the hell?
What the hell? What the hell? What the hell? Holy shit! Holy shit! Oh mein Gott! Ah! What the hell? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh, Creeper! Holy shit! Run like a motherfucker! Run like a motherfucker! Okay. Ja, seid nicht drin. Gott sei Dank. Ach, scheiße. Nein, ich bin jetzt schon wieder drin. Ich hasse dich so. I kick you. Nein. And I kick you. I kick you with the flower. And slimy, what the fuck? What the fuck? Okay, jetzt habe ich kurz... Was zur Hölle ist das? Okay, jetzt habe ich ganz kurz Zeit. Boah, ey, die Gegner hier. Da kannst du mich bitte einmal kurz zu dir spawnen? Warum? Ich weiß nicht, wo ich bin. Kann mir denn das spawnen? Ah! Der Hund! Ah! What the hell? Oh mein Gott! Der Hund-Zombie! Das Zombie-Huhn hat mich gekillt. Oh! Oh, fuck, der genau. Oh, wie nice. Ey, ich liebe den Teil jetzt schon. Hm? Bin getötet von Zombie-Huhn. Ja, nämlich Zombie-Huhn, das ist ja das Geile. Aber Beinhard, so ein Zombie sitzt auf dem Huhn. Why the fuck? Ich meine, was haben die Entwickler da genommen? I don't know. Mann! Und ich glaube, ich habe da hinten das perfekte Terrain gesehen für mich. Aber es ist Nacht. Der Tarzog sucht immer noch Unterschlupf. Ja. Nee, Unterschlupf habe ich. Ich bin hier im Villager drauf. Aber ich suche nach einem Platz zum meinem Haus bauen. Du meinst ein Imperium zu? Ja. Eröffne ein Imperium Dazokonis, keine Ahnung. Dazokonis? Ja, keine Ahnung, mir ist nichts eingefallen, lass mich. Warte, ist das Zombie-Huhn immer noch da? Oh mein fucking! Okay, das Zombie-Huhn ist weg. Oh fuck. Das Huhn lebt! Das Huhn? Das ist ja geil. Das Huhn lebt, der Zombie... Was ist jetzt los? Jetzt ist das Skelett drin. Ey, ihr könnt mich doch mal alle hier... Komm, geht raus. Geht mal alle hier raus. Geht alle raus. Komm. Einfach den Tag überleben. Keine Ahnung wie. Davon. Das kann ich vergessen, das Haus muss ich fertig bauen, weil sonst habe ich hier nicht hier Probleme. Wow! Was bei euch vorgeht und nicht. Ja, Doktor, ich seh dich da unten nur wegrennen! Ich sitze hier ganz gemütlich in diesem diesem Sandsteinhaus und baue. Oh, damn it! Holy shit! Jetzt bin ich laufe hier irgendwo herum, ich habe mich ganz verloren. Ein Creeper, nee, oder? Holy shit! Jetzt bin ich tot, oder? Das kann ich nicht mehr überleben. Das ist so unrealistisch, wenn ich jetzt noch lebe. Slime! Ja klar! Es läuft mit Slimes herum, Spinnen, ja, noch was? Ah, die sind immer noch da! Oh geil, am Spawnpunkt ist ein Zombie! Oh mein Gott! Lauf! Run like a boss! Run, oh mein Gott, Creeper vor meinem Haus! Oh mein Gott, Creeper vor dem Haus! Fuck! Damn it! Nein, er läuft zu mir, ich bin tot, ich bin so fix jetzt tot. Die, geh weg! Geh doch einfach weg! Was willst du von mir? Was hab ich dir getan? Hau doch ab, scheiß Spinne! Finn stirbt jetzt auch. Warum stirbt er denn? Chill nicht! Oh, jetzt bin ich ja. Internet rastet wieder aus. Er ist da so cheater Spider, lol. Ja, der Mond geht jetzt langsam unter, Leute, wir haben es bald geschafft. Mit 5000 Toten? Ja, kein... Holy shit, ein Enderman. Der Sonnenaufgang kommt! Der Himmel wird rot. Bei mir ist er immer noch dunkel, Junge. Nee, bei mir auf der anderen Seite muss gut. Star Wars Musik. Wow. Nee. And this is how you ruin Star Wars. Es wird Tag. Ja.
Ich kann den Sonnenaufgang live miterleben. Ja, ich auch. Ja, wie geil. Lasst uns das kurz genießen. Lasst uns das genießen. Wow, Skelett. Wie war diese alte Musik? Battle of the... Duel of the Fates. Aber die ging so los, oder? Ja, du meinst dieses... Das, oder? Ich glaube. Und die Skelette fangen schon an zu verbrennen. Das ist schön, weil mich verfolgt leider eins. Wow, bei mir ist die Nacht immer noch. XD. Jetzt musste ich nur noch darauf warten, dass die scheiß Zombies ja alle auch... Finn hat eine andere Zeitzone. Nee, bei mir ist es irgendwie... Das Internet spackt wieder so ein bisschen. Ja, also ihr dürft euch nicht wundern, wenn bei Finn heute ein bisschen was komisch ist, weil sein Internet hat heute richtig Bock. Aber richtig. Ach ja. Hyper 5000er Delay. It's over 9000. It's over 9000. Okay, die Spinne schon wenig. Noch ein Zombie? Jetzt aber ehrlich, ohne Scheiß. Jetzt reicht's dann aber langsam. Oh, natürlich ein Creeper. Ja, einer geht noch. Einer geht noch. Das Zock. Ist das? Ja, geil, ja. Ist das wirklich ein Dschungel? Das weiß ich nicht, ich bin nicht bei dir, Dark Zock. Was ist mit den Bäumen los? Sind das wirklich Zuckerrohre? Wo bist du? Nicht bei dir. Oh doch, ab jetzt bist du bei mir, Bitch. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Leute, ich hab einen neuen Biom gefunden. Shift, ein Zombie mit einer Eisenschaufel. Ich hab ein ganz neues Biom gefunden. Was denn? Es ist so grün, es ist so steppenmäßig. Aha. Grau im Holz und... What the fuck? Und das ist auf einem Berg, musst du bedenken. Lebt da doch. Muss doch er entscheiden. Weiß nicht, ist mir nicht zu dschungelig genug. Nicht zu dschungelig genug. Das hab ich auch noch nicht gehört. Es ist nicht so dschungelig. Aber das ist wirklich ein schönes Bayern. Ich find's so geil, ich baue so ein Holzhaus, daneben Finn so im Dreck. Ah, das ist geil. Es sieht richtig lässig aus. Leute. Was denn? Ich mach mal einen Screenshot davon und das zeige ich euch danach, wenn wir fertig sind. Vielleicht kannst du es ja hochladen. Ja, ich tu's dann hier gleich. Ja, Dunker! Was? Ja, Dunker. Du nimmst das im Holzhaus, ich lebe im Dreck, ne? Ja. Meinst du ja. Ja. Kannst du mal bitte in mein Holzhaus, also in mein Dreckhaus reingehen, die Treppen runtergehen und meine Items holen? Warum? Weil ich gestorben bin. Achso, das heißt, du kannst jetzt nicht mehr rein, oder was? Ich kann nicht mehr rein, weil ich mein Haus nicht finde und der die Chance nicht lädt und sowas. Wie kann ich dich denn zu mir spawnen? Ich weiß es nicht. Das mehr. Kannst du gar nicht, aus dem Grund, da ich dann direkt in der Erde versetze. Apropos, das würde dann erstmal schreiben, ne? Ja, slash ja. TP. Ah ja. Dann Raiden und dann dein. Nein! Nein! Jesus Christ! Alter, der hat mir fast eine Hartz-Attacke gemacht. Diese fucking Creeper! Ja, Creeper! Vor meinem behinderten Haus stellt sich der hin. So richtig cool fühlt er sich und bam! Gadunka? Alles am Arsch. Gadunka? Nein, jetzt nicht. Ist dein ganzes Haus im Arsch? Nee, das nicht, aber eine Seite ist ein bisschen lädiert. Aber hey, jetzt habe ich einen Brunnen gefunden, Alter. Eigentlich hat es eine positive Seite. Oh, what the fuck? Also, du musst die Treppen runtergehen, weißt du? Ja, was? Au!
Warte, Moment, ich tu nur kurz. Der Pfeil hat mir vorbeigeflogen. Okay, warte. Also, die Items gehen, glaube ich, nach einer Zeit weg. Okay, ich laufe. Oh, meine Birne, au. Da unten müsste Kohle und sowas alles liegen. Ja, wo bist du? Ich bin irgendwo hier. Ja, wo? Was bringt mir. Sumpfgebiet. Ich sehe mich selber gar nicht. Also, ich sehe nur. Ich komme nicht, komm nicht rein wegen dem Wasser. XD. Ich sehe hier das Ende der Welt, Junge. Ich komme nicht rein. Wenn ich runterspringe, dann falle ich aus der Welt raus. Finn, ich kann bei dir nichts wegbauen. Ah, jetzt. Okay, doch. Weil ich musste irgendwie den Weg nach drinnen finden. Du weißt ja schon, ich habe eine Tür. Ja, aber das ging nicht. Nee, die Tür war nicht angezeigt. Wie? Keine Ahnung. So, wo ist es jetzt? Ja, aber ich kann nicht. Also da ist ja ein langer Gang. Ja. Den musst du entlang gehen. In welche Richtung? Dann findest du in diesem Treppengeländer-Ding da eine Abzweigung. Und da sind dann mal einige Creeper, zu denen ich nicht gehen werde. Da unten sind Creeper. Ja. Da unten sind Creeper, ist das dein Ernst? Anscheinend. Ich hab auf jeden Fall die Treppen gefunden, aber da ist nichts. Ja, die Treppe, die musst du ganz runter gehen. Finn, die Treppe ist eine Stiege groß. Ja, da ist nichts. Da ist ein kleiner... Oh Mann, was ist das für eine Scheiße? Wow! Nein, das tust du nicht. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Nein, ab der Bam, bam. Hey, ich sehe dich. Ja, ich sehe mich selber nicht. Ich bin tot. Und ich kann mich nicht wiederbeleben. Ja, Finn buggt. Das regt mich so auf. Ne, geh noch mal. Das Spiel kackt ab gerade. Geh noch mal raus und dann wieder rein. Ich würde so gern wissen, was Dazug gerade macht. Ich bin immer noch auf der Reise und auf der Suche nach einem Jungle-Biome. Na, wenigstens könnt ihr das Publikum entertainen, während ich hier auf der Reise bin. Autsch. Das Problem ist nur, Dazug, ich kann dir nicht garantieren, dass es eins geben wird. Das wird ja alles hier random gemacht. Wie also, ist das random? Ja, ich kann nicht sagen, du machst jetzt einen Jungle-Biome. Also doch, kann ich, aber habe ich nicht eingestellt. Also ich kann dir nicht garantieren, dass eins da ist. Ja klar, das weiß ich, aber eigentlich müsste eins da sein, weil jetzt mal ernsthaft, die Minecraft-Welt ist so groß, da muss es irgendwann. Unendlich. Und wenn ich die gesamte Minecraft-Welt überschreite. Junge, die Minecraft-Welt ist unendlich. Ach. Ohne Scheiße, ich hab grad Slimes gefunden. Oh wow, Mr. Creeper, du bist so cool, wie du da im Wasser rumschwimmst. Sieht man das hier, was ich jetzt mache? Ich hab Pferde gefunden! Er schreit herum. Hallo, ja? Ja, geil. Ich bleib jetzt wieder hier stehen, bis ich das höre. Ja, hallo Lulu. Hallo Lulu. Nein. Ich bleib jetzt stehen, bis sich das wieder alles ein. Gut, und ich würde sagen, bis dahin machen wir mal Pause. Bis zum nächsten Teil. See you. Mäßig. Aber man muss ja halt auch aufpassen, dass man in der ganzen Hetze nicht vergisst auf die Starcoins. Die brauchen wir ja auch. Starcoins halt, die grünen Sterne und den Stempel.